Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir alle sind in Sorge um unser Deutschland, wir alle. Das sind die gut integrierten ausländischstämmigen Menschen genauso wie wir schon immer Deutschen. Wir alle erkennen unser Land kaum noch wieder. Die Industrie deindustrialisiert, Insolvenzen, die produzieren nur nicht mehr, Arbeitslosigkeit wieder ein Thema, Kriminalität explodiert, die Zukunft mehr als düster. Nur ein Beispiel: Solingen. Wieder ein Täter, der gar nicht im Land hätte sein dürfen. Wieder Opfer, dieses Mal 3 Tote und 5 Verletzte, die es gar nicht gegeben hätte. Die es gar nicht gegeben hätte, wäre nicht Olaf Scholz, Ricarda Lang und Hendrik Wüst verantwortlich, politisch verantwortlich dafür. Es handelt sich um politisch-ideologisch motivierte Kriminalität. Dieser Begriff erfährt mit Ihnen eine ganz neue Bedeutung. Und es ist klar, wir alle haben die Nase gestrichen voll von dieser Regierung. Wir ertragen das nicht mehr, die Grünen und die, die mit ihnen koalieren. Wir wollen sie nicht mehr. Die Menschen stehen auf, auch an den Wahluhren. Wir haben das gerade in Sachsen und Thüringen gesehen. Die, die sich Gemeinschaft der Demokraten nennen, sie beschädigen damit nicht nur den Begriff der Demokratie, nein, sie alle richten unser Land zugrunde. Aus Dummheit oder Absicht, das mag jeder für sich selbst bewerten, aber der Befund ist eindeutig. Erinnerungslücken Scholz, Insolvenz Habeck, Ernährungsberaterin Ricarda Lang und der Rest dieser geistigen Überflieger. Und hier in NRW, da haben wir Ricarda Langs Freund Hendrik Wüst, der Obergrüne mit CDU-Parteibuch. Er sagte nicht nur, wir können die Grenzen nicht schützen, nein, wir dürften es nicht, das wäre ja Nazi. Jetzt ist er nach seiner eigenen Logik selbst ein bisschen Nazi, der ach so gute Gutmensch. Die Abschiebung von Kriminellen und Illegalen, so der schwarz-grüne Koalitionsvertrag, hat keine Priorität. Der Schutz der Grenzen kommt gar nicht erst vor. Doch wie wichtig, ja wie lebenswichtig Abschiebungen und Grenzschutz sind, das sehen wir jeden Tag bei neuen Gruppenvergewaltigungen, bei neuen Messertoten, zuletzt eben auch wieder in Solingen, der Täter Issa Al-Hasan. Issa Al-Hasan konnte morden, weil der deutsche Staat massiv versagt hat, absichtlich und gewollt. Issa Al-Hasan kam illegal aus der Türkei via Bulgarien, von dort aus ist ja unerlaubt weitergezogen, wohin? Nach Deutschland natürlich. Das Deutschland von Olaf Scholz, Ricarda Lang und Hendrik Wüst, das Deutschland des Bürgergelds, das Deutschland der ungeschützten Grenzen, das Deutschland des Abschiebeversagens. Seine Einreise nach Deutschland zeigt völlig unstrittig Artikel 16a unseres Grundgesetzes und damit verbunden, die konsequente Zurückweisung an der Grenze wird einfach nicht angewandt. Geltendes Verfassungsrecht wird nicht angewandt, weil die Gemeinschaft der selbsternannten, tatsächlich aber selbst herrlichen Demokraten sich über unsere Verfassung hinwegsetzt. Ihnen ist dabei egal, dass dadurch natürlich die Bevölkerung zwangsläufig zum Opfer dieser Missachtung geltenden Rechts wird. Denn das Attentat von Solingen hätte ganz konkret verhindert werden können. Die Toten, die Verletzten, das Leid der Angehörigen, es ist so sinnlos, es ist so unnötig. Man muss vorsichtig sein mit Versprechen, aber hier kann ich es wahrhaftig geben. Eine AfD-Regierung hätte Solingen verhindert, denn wir hätten bereits die Einreise von Issa Al-Hasan verhindert. Weil wir uns an unser Grundgesetz halten, wäre er gar nicht im Land gewesen. 3 Menschen könnten noch leben. Nancy Faeser, Olaf Scholz, Christian Lindner und ihre grünen Freunde aber ließen ihn ins Land. Unberechtigt, ungesetzlich, unverantwortlich. Schon das war falsch und als AfD hätten wir dies nicht zugelassen. Dann geht es weiter hier in NRW. Selbst die linksgrüne Süddeutsche Zeitung nennt die verantwortliche Ministerin Josephine Paul das Gesicht des Versagens. Sie war nicht in der Lage, besser gesagt, sie war nicht willens, den illegalen Islamisten abzuschieben und das, obwohl Bulgarien der Überstellung zugestimmt hatte. Stattdessen erhielt er auch noch den Status subsidiär und damit Unterkunft und reichlich Geld, unser Geld. Das Schlimmste ist, das politische Versagen hat schließlich zum Verlust 3
unschuldiger Menschenleben geführt. Und die Ministerin, die ist noch immer im Amt. Sie selbst will als typisch grüne Ideologin nicht zurücktreten und ihr Chef Hendrik Wüst, der entlässt sie nicht, denn er hat sich abhängig gemacht. Abhängig von den Grünen und deren vollkommen verrückter Weltsicht. Wir haben als Minimum eine Entschuldigung bei den Hinterbliebenen und dem Volk eingefordert, so wie sich das gehört, wenn man politisch verantwortlich ist. Aber weder die grüne Ministerin noch Hendrik Wüst wollen das tun. Das, meine Damen und Herren, ist auch menschlich schäbig. Herr Wüst, nicht nur für den menschlichen Rat sich zu entschuldigen. Ich biete Ihnen an, verfügen Sie über mich, wenn Sie einen echten Abschiebeminister wollen. Ich stelle mich zur Verfügung und ich mache den Job mit Freude und Leidenschaft, ganz anders als Ihre jetzige Besetzung. Werfen Sie das Gesicht des Versagens endlich raus, beenden Sie den grünen Spuk. Ich weiß natürlich, Sie tun das nicht. Ihre Priorität liegt ja woanders. Dazu muss man wissen, es gibt hier im Haus eine Mehrheit aus CDU, FDP und AfD. Aber Hendrik Wüst will keine Brandmauer für islamistische Mörder. Lieber ist ihm eine Brandmauer, die linksgrünes Abschiebeversagen schützt. Die Mehrheit der Menschen will Vernunft, Logik und ein gutes Leben, aber die CDU liefert Grün. Sie liefert Grün, das gilt im Übrigen auch für die neuen Sprüche von Friedrich Merz. Dabei ist die Sachlage doch eindeutig. Die CDU arbeitet in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und eben NRW mit den linksgrünen Ampelparteien zusammen. Und das heißt logischerweise auch, im Bundesrat könnte Friedrich Merz nichts von dem, was er sagt, umsetzen. Gar nichts, wenn er das, was er sagt, überhaupt ernst meint. Denn er will ja auch nach den Bundestagswahlen mit den Ampelparteien koalieren. Und es ist klar, die unpünktliche Bahn, die nicht verlässliche Post, die mangelnden Termine bei Ärzten, die verrückte sogenannte Energiewende, die maroden Straßen und Brücken, eine ist gerade eingestürzt, die nicht einsatzbereite Bundeswehr, das Migrationschaos, alles haben die Kartellparteien zusammen gegen uns Bürger beschlossen und die alten Medien geben Schützenhilfe. Schützenhilfe beim verbalen Schießen auf die demokratische Opposition, beim Schießen auf die, die Realität und gesunden Menschenverstand über bornierte Ideologie stellen. Jetzt, nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen, geht Ihnen allen der Allerwerteste auf Grundeis. Wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen versucht man jetzt etwas Asylgipfel-Kosmetiktünche aufzutragen, damit die AfD von der Regierung ferngehalten wird. Das ist alles so erbärmlich. Ein Trümmerhaufen, der sich die Mehrheiten aus allen Ecken zusammenkratzt, um ja nicht Volkes Wille, das Gute und Richtige zu tun, sondern nur eines ist wichtig, Machterhalt, egal wie schlecht die Ergebnisse sind. Dabei wäre es so einfach, anders als bisher endlich nach 10 Jahren gewollten Kontrollverlust. Erstens, Zurückschiebung an den Grenzen gemäß Artikel 16a Grundgesetz und Paragraph 18 Asylgesetz für Kriminelle, Illegale und Terroristen. Wir haben eine Notlage nach europäischem Recht. Die Kriminalität nimmt Überhand. Die Menschen haben zu Recht Angst. Die Wohnungen fehlen und machen die Mieten teuer. In den Innenstädten fühlen sich viele nicht mehr heimisch. Die Sozialkosten sind außer Rand und Band. Diese Fakten können Sie nicht mehr länger ausblenden. Oder wollen Sie wirklich jeden, der sehen, hören und rechnen kann, zum Rechtsextremisten erklären, meine Damen und Herren? Zweitens, Abschiebung aller vollziehbar Ausreisepflichtigen, aller schwerkriminellen und terroristischen Gefährder mit nicht-deutschem Pass. Drittens, Asyl- und Flüchtlingsstatus werden auf Zeit eingeräumt. Auch daran halten sich CDU, SPD und FDP in grüner Manier schon lange nicht mehr. Es ist aber ganz einfach. Fällt der Asylgrund weg, fällt auch die Grundlage des Hierseins weg. Andere Länder schieben bereits nach Syrien ab. Das gilt auch für Afghanistan, Irak und insbesondere für die Maghreb-Staaten. In diesem Zusammenhang, Herr Wüst, wie so oft führen Sie die Bürger hinters Licht. Unter Zuhilfenahme eines Hofberichterstatters, der natürlich nicht nachfragt, erzählen Sie der FAZ, NRW schiebt angeblich am meisten ab. Wir kennen ja seit Jahren Ihr Verhältnis zur Wahrheit.
NRW schiebt natürlich nicht am meisten ab, sondern liegt unter 16 Bundesländern auf Platz 10. Gestimmt hätte der Satz, NRW hat die meisten Ausreisepflichtigen im Land, die nicht abgeschoben werden, meine Damen und Herren. Nicht einmal terroristische Gefährder schieben Sie konsequent ab oder setzen Sie zumindest in Haft. Dazu passt, das neu geplante Abschiebegefängnis haben Sie auch schon wieder gestrichen. Wer CDU wählt, bekommt Grün. Er bekommt mehr Migranten, mehr Kriminalität, mehr Verlust von Heimat und Sicherheit. Selbst die neuen Vorschläge von Friedrich Merz, die ja ein Teil des Standardrepertoires der AfD sind, sind doch nur die teilweise Anwendung geltenden Rechts. Und selbst das geht mit seinen Lieblingskoalitionspartnern nicht. Meine Damen und Herren, es ist klar, wer die Migration geregelt haben möchte, kann nur noch die AfD wählen. Herzlichen Dank.